Hallo zu einem neuen Let's Play von mir, Reduce the Block, und wir spielen heute Fire. Ich habe es gerade bei Steam entdeckt, ist von Dedalic das Spiel, verspricht also top zu werden. Ja, gerade runtergeladen, habe ich mir gedacht, komm, fängst einfach mal an zu spielen, und ja, wir fangen jetzt einfach mal an und spielen. Also, wir erstellen uns eine Welt und los geht's. Ziel des Spiels ist es wohl, diese kleine Figur, die hier unten in der Mitte des Monitors rumläuft, die so ein bisschen aussieht wie ich, der muss Feuer finden. Warum? Das sehen wir bestimmt. Da, du guck in Feuer. Ja, ich guck in Feuer. Der Chef läuft weg. Ich beobachte Feuer. Oh, und da schlafe ich ein. Ja. Das ist suboptimal. Und zack, da ist das Feuer aus. Und der Chef kommt. Oh, he's not amused. Also, ja. So, jetzt wissen wir, warum wir Feuer suchen müssen. Oh nein, ich werde aus dem Paradies geschmissen. Was ist denn hier los? Na gut. So, ich traurige kleine Figur. Dort unten am Rand des Bildschirms. Schau noch einmal in mein schönes Reich zurück. Und zack, verschwinde. So, und schon darf ich spielen. So, was haben wir denn? Also, wir steuern das alles mit der Maus und wir haben einen Apfel und da kommen wir nicht dran. Oh nein. Na gut. So, was haben wir hier? Wir haben die Leertaste und das mittlere Mausrad haben wir angezeigt. Mittlere Mausrad war das und Leertaste ist das. Okay, bedeutet also, wenn ich auf eine dieser beiden Tasten drücke, kann ich sehen, wo ich draufklicken muss. Das ist natürlich easy. Dann machen wir das doch mal, ne? Oh, alles klar. Und wir haben einen Knochen bekommen. Sehr gut. Kriegen wir da vielleicht noch was? Nein, jetzt wirft er den zurück. Huh. Okay. Okay. Na gut, das ist ja einfach. So, dann haben wir gerade irgendwie so eine goldene Medaille gesehen. Und die ist auch wieder verschwunden. Werde ich bekommen haben. So, jetzt mal schauen. Kommen wir denn an den Apfel dran? Wirf! Oh. Die Schlange hat meinen Knochen gefressen. Moment. So, was haben wir hier? Alles klar. Drücken wir auf den Knochen. Nein, wir ziehen an der Schlange. Aber nichts passiert. Hauen wir noch mal ein bisschen hier auf den Apfel drauf. Und zack. Okay. So passiert nicht viel. Wir gehen weiter. So, was haben wir hier? Gut, hier haben wir Großknochen. Kopf öffnet sich. Kommt nichts raus. Na gut, wir haben einen. Ist das ein Dreizack? Neptun hat seinen Dreizack verloren. Gehen wir wieder zurück. Schmeißen wir das halt nach dem Apfel. Ja gut, reicht auch nicht. Dann pieksen wir damit die Schlange. Ah, okay. So, wir haben die Schlange fixiert. Und nun sollte da nichts mehr passieren. Und yay, yeah, wir haben einen Apfel bekommen. Woo! Ah, jetzt musst du den noch essen. So, guten Appetit. Und weiter geht's. Nein, geht nicht weiter. Oha. Kollege fängt an zu träumen. Yay. Okay, was haben wir hier? Glühwürmchen. 11 Stück. Tja. Der Baum redet mit mir. In der Zwischenzeit nehme ich einen kurzen Schluck aus der Pulle. Damit die Stimme mal schön geölt ist. Ihr versteht schon. Oh, so, da haben wir also die Map. Und auf jeder Karte gibt es ein Glühwürmchen, welches mir den Weg weist oder was auch immer. Wir werden es sehen. Also, nochmal. Das Spiel heißt Fire, ist von Dedalic. Und da ist noch so eine Münze. Guck mal hier. Puff, und ist die auch verpufft. Ja, gehen wir weiter. So, da ist das Glühwürmchen. Da müssen wir hin. So, da haben wir schon drauf gedrückt. Das ist neu. Ah, und da haben wir noch so ein Ding. Sehr schön. Und auch da kommen wir nicht hoch.
ziehen wir doch einfach nochmal an dem Ding. Und dann ziehen wir nochmal. Und schau an, wir kommen hoch. Und... Hey Kollege, kann nicht springen. Was ist denn los mit dir? Höhlenmännchen können nicht springen. Nein, das reicht auch nicht. So, jetzt! Kannst du denn runterspringen? Nein. Na gut. Oh, das war zu tief. Hoch. Yay. Und wir haben ein Glühwürmchen. Jetzt schmeißt er das auf den Boden. Ja, was ist denn mit dir los? Oh, ein Dinosaurier. Oh, in das Horn des Dinosauriers wurde ich reingezogen. So, was haben wir hier? Also, Map. Gebiet 1 wohl erledigt. Ah, und jetzt sehen wir hier rechts, kann ich euch jetzt nicht zeigen, also hier quasi haben wir 3 Goldmünzen. Das heißt, wir haben 3 Goldmünzen gefunden. Sind das denn Goldmünzen? Ich weiß es nicht. 3 Münzen. So, hier haben wir 0 von 3. Gibt es immer 3? I think so. Wir drücken. Wir starten Nummer 2. So, ah, ein Glühwürmchen, das ist ja einfach. Jetzt rennt er weg. Nein, bleib doch hier. Nein, bleib stehen. In die Nase. Ist das denn wahr? Zack, ab. Hinterher, in die Nase. Ah, guck mal nicht. So. Okay, hier können wir draufdrücken. Da passiert nichts. Hier können wir auch draufdrücken. Oh nein. Der kleine Feier. Ich nenne ihn einfach Feier. Der kleine Feier ist zu klein. Er kommt da nicht dran. So, was haben wir hier? So, dann spring mal auf diesen, was ist das, Stein oder was? Das ist ein zusammengenähter Dinosaurier. So, gehen wir mal weiter. So, okay. Ah, so. Let us see. Was haben wir hier? Oh, das ist ja auch ein bisschen eklig. Okay, also wir können hier ein bisschen rumdrehen. Da drüben hat sich was bewegt. Okay, so das ist die Ausgangsposition. So macht er den Mund auf. Und wenn wir so haben, hat sich hier was bewegt. Da gehen wir da nochmal schauen. Der Mund ist aber zu. So, oh, hier unten haben wir jetzt eine Goldmünze. Das ist gut. Was haben wir hier? Ah, da kommen wir jetzt nicht hin. Ah, der hat den Schwanz. Er hat die Spitze von seinem Schwanz abgerissen. Das ist ja auch mies. Aber es scheint tot zu sein. Stimmt nicht weh. Okay, so kommen wir nicht weiter. Also machen wir wieder den Vorhang auf. Und so ist weiter die Nase auch aufgemacht. So, gehen wir mal runter. Sehr schön. So, dann rennen wir wieder an dem Dinosaurier vorbei. Hier hinein. Und zack, ins Maul laufen wir rein. Sehr schön. So, hier ist das Glühwürmchen, was wir haben wollen. Ha, das kriegen wir nicht. Und das Glühwürmchen muss da hinten lang durch diese Klappe. Ich komme hier nicht weiter raus. Okay. So, wir haben einiges, was wir nehmen können. Wir haben hier einen Stachelkopf. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier eine Schnur. Was haben wir hier? Okay, da passiert nicht viel. Oh, hier oben haben wir auch noch eine Goldmünze. Dann ist sie wahrscheinlich gerade gekommen, als ich hier dran gezogen habe, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh, was hat sich hier bewegt? Oh, okay. Da tut sich soweit nichts. Was haben wir hier? Oh, guck mal, da können wir... Kommen wir auch nicht dran. Ah, guck mal, wenn ich hier ziehe, dann bewegt sich auch das. Okay. Ah, also diese Dinger hängen wohl irgendwie alle zusammen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, hier ist noch eine Goldmünze. Tja, also wir können die 10 bewegen. Das sind die ersten 4, das sind die letzten 4. Gehen wir mal draußen. Ah, schau mal hier. So, da haben wir also, die sind ja wohl alle miteinander verbunden. Bedeutet, ich kann jetzt auch von hier unten wahrscheinlich den Vorhang öffnen.
Oh yeah. So, was haben wir jetzt? Ah, jetzt hat sich hier wieder vorne was bewegt. Dann laufen wir mal schnell dahin und gucken. Ah, guck mal, jetzt kommen wir auch hier dran. Was passiert, wenn ich hier drauf bin? Gar nichts. Okay. So, und zack. Ah, super. Jetzt hast du den einen Stachelkopf mit dem anderen Stachelkopf ausgetauscht. Na gut. Drücken wir mal hier und da ziehen wir nochmal an dem C. Das ist ja auch nicht richtig. So, das ist wieder zu. Und was passiert in der Nase? Zack. Sehr schön. Nein. Außer nicht. So, jetzt geht das Ding wieder hoch. Jetzt können wir uns das andere holen. Das andere Stachelteil. Das ist dieses. Ja. Und zurück geht's. Jetzt habe ich die Nase wieder zugemacht. Mensch, Leute. So. Nase auf. Kopf da rein. Mach Mund auf. Ich da rein. Yay. So, jetzt hat er drei Sachen hier drin und das Glühwürmchen ist ja durchgehuscht. Oh, das ist aber nicht gut. Der ist ein bisschen böse jetzt. Okay. Gucken, das ist da hinten rausgerollt. Dann müsste es ja an seinem Popo quasi wieder rauskommen. Hier wackelt was. Wackelt das hier. Wackelt das hier. Ah, das rollt hier durch. Ah, das ist ja tricky. Oh, jetzt ist das bestimmt hier drin. Dann müssen wir erstmal den Schwanz wieder hoch machen. Komm, öffne mal bitte deinen Mund. Nein, nicht deinen Mund hier. So, zack. Yay. Komm, sieht ein bisschen aus wie Turntables hier unten rechts. Ne? Okay. So, wir haben ein Glühwürmchen gefunden. Läuft bei mir. Sehr schön. Und zack. In die nächste Welt. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Ja, da sind wir auch schon wieder in der neuen Welt angelangt. Mit meinem kleinen Feuer. Ja, die anderen beiden Welten haben wir mit jeweils drei Goldmedaillen geschafft. So, lass uns noch mal schauen, was wir hier oben noch haben. Da haben wir noch eine Schatzkiste. Die haben wir uns noch nicht angeguckt. So, wir haben sechs Münzen. Alle drei Münzen schalten wir was frei. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Ah, wir haben hier... Okay. Ja, ist das ein Stammbaum? Jeder mit jedem verwandt? Wahrscheinlich, ne? Also möglich ist das. Und was haben wir hier? Ein paar Bilder meiner Familie. Hier Familienalbum und so. Auch schön, klasse. So, was haben wir hier oben? Pokale, was haben wir denn? Onk Boga 1, Onk Boga 2. Okay. 9. Level gibt's? 10. Okay. Was haben wir hier noch? Blunga. 1, Blunga 5. Also das sind Blungas, keine Goldmedaillen. Snyarp Nyam Nyam. Okay, also das sind irgendwelche Achievements.